Okay, da geht es runter. Da sind wir wieder in der Höhle. Ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladim, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir hier geendet, in dieser Höhle, hier in dieser Klippe, wo es steil bergab geht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir springen hier ins Wasser und lassen uns runtertreiben oder wir buddeln uns runter. Ich glaube, ich lasse mich mal hier treiben im Wasser. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber ja, schon sind wir unten. Zoom. Schwert hält noch ein klein wenig. Hoffen wir, dass kein Monstrum von oben kommt. Huh, das tut es. Oh wei. Ich habe kein Herzen mehr. Hilfe. Oh je. Wo bist du, Monstrum? Hier ist ganz viel Kohle. Ich habe hier noch rohes Hammelfleisch. Das muss ich mir reinziehen. Weil ich habe fast kein Leben mehr. Oh wei. Rechts, um was aufzuladen. Äpfel habe ich natürlich nicht mitgenommen. Auch den goldenen Apfel habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. Erst die Steinsachen kaputt machen. Kohle haben wir hier genug. Davon haben wir auch schon vorher genug gehabt, denke ich. Aber kann man ja mal abgraben. Ich glaube, das schadet nicht, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben, als wir brauchen. Müssen wir nicht immer wieder nach Kohle suchen. Wir haben gleich einen Vorrat. Ja, also an Kohle geht's uns nicht aus, das ist, da mangelt es uns nicht. Von dem Skelett sind wir schon auch in Sicherheit halbwegs. Eisen haben wir ein bisschen was dabei. Sollten wir uns vielleicht mal eine Rüstung schwerften bei der Gelegenheit. Das werde ich gleich mal machen. Gleich mal das Eisen nutzen. Oder nicht. Und doch. Ich glaube, ich lasse es mal erst. Ich habe ohne Eisenrüstung. Und hier unten. Ja, wird es sinnvoll sein? Ich weiß es nicht. Ich werde es vielleicht sogar bereuen, die Rüstung nicht gemacht zu haben. Naja, achso, wir ziehen ja hier nicht in den Krieg. Und wir haben hier nur ein paar Monster, die uns hoffentlich nicht sofort besiegen. Ich glaube, da muss ich mal hoch. Ich meine, ein bisschen Bruchstein. Zack. So, da gibt es Eisen. Weiteres Eisenerz. Kann man gebrauchen. Wenn wir dann genug davon haben, kann man vielleicht wirklich eine Rüstung schmieden. Ist ziemlich düster hier. Sollte vielleicht auch mal eine Fackel aufstellen hier. Aufhängen. So, ja, mit dem Eisen. Ui, vorsichtig. Das hätte auch gut Fallschaden geben können. Oha. Ich sehe da oben Licht auf der Seite. Da muss ich schon mal gewesen sein. Ja, da komme ich doch her, oder? So muss es sein. So, vielleicht versuche ich mal da hinten die einzusammeln, hier die Kerzen, würde ich schon sagen, die Fackeln, weil ich ja jetzt weitergehe.
oder zurück. Ich weiß nicht, wenn dort hinten nicht ist. Ich wollte mal ganz mutig sein und hier mich an die Lava rantrauen. Sollen ja mal Diamanten in der Nähe sein. Nicht zu dicht dran. Sonst gibt es hier ungute Ergebnisse. Ich habe da mal eine Idee, gibt es irgendwo hier einen Eimer. Da hätte ich gern zwei davon. Dann würde ich nämlich einfach mal eine Idee. Ich nehme nämlich mal ein bisschen Wasser mit. Und auch ein bisschen Lava. Damit kann man bestimmt was anfangen, wenn man wieder an der Oberfläche ist. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Oha. Skelett, hier, wo? Hilfe. Auweia. Kacke. Bin gestorben. Nein. Die habe ich nicht kommen sehen. Ich wollte mir gerade ein bisschen Lava nehmen und ein bisschen Wasser nehmen, um dann oben vielleicht in der Oberfläche mal ein bisschen man hier Obsidian kann man nicht machen. Na toll, jetzt wurde ich erschossen. Wach jetzt wieder in der Oberfläche auf. Hab jetzt mein ganzes Zeug hier unter der Erde verloren. So ein Scheiß. Ich habe kein Bett aufgestellt. So ein Mist, meine ganzen Items, das Eisen, die Sachen, die ich schon gefunden habe. Nein. Es hätte so gut weitergehen können, hätte ich weiter erkunden können unter der Erde. Haben wir jetzt den ganzen Part lang bis hierher gebraucht und jetzt. Ach, Mist. Ja, in meinem Bett hier. Wieder aufgewacht. Es schneit draußen. Ja, Ich will dann auch nichts mitnehmen, weil. Und dann nehme ich was mit, nehme ich die Eisenrüstung mit und dann ist die weg. Da hatte ich jetzt nur Sachen, die ich da wirklich gecraftet habe. Es regnet und es schneit. Na toll. Ich werde vielleicht mal versuchen, da ganz schnell wieder runter zu gehen. Ich werde jetzt hoffentlich nicht einen ganzen Part für brauchen. Vielleicht finde ich ja meine Items wieder. Ich weiß ja ungefähr, wo das war. Oder? Weiß ich das? Sollte vielleicht trotzdem nicht ganz unvorbereitet gehen. Fackeln liegen auch alle unten. Das ist bescheuert. Das ist so richtig beschissen, was jetzt hier passiert ist. Ach, Kacke. Habe ich mich ein bisschen blöd angestellt mit den Skeletten. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Auf der Suche nach Diamanten. Ja, Fackeln habe ich auch nicht. Was soll ich denn tun? Hier ein bisschen hin und her laufen. Naja, es schneit. Genießt man die Umgebung hier. Das schöne Winterwetter. Auch wenn es in real life gerade Sommer ist. Hier wird es scheinbar gerade Winter. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt. Gebrudert aus. Ja. Oha. Sollten wir uns nicht runterstürzen. Wir gehen vielleicht denselben Weg wie vorhin. Also wie im letzten Part. Und da mal da lang. So, ich brauche mal dein Fleisch. Schwein. Wo gehst du hin? Ein Schwert habe ich nicht, um dich sofort schmerzlos zu töten. Es geht ja die Klippe runter. Da will ich mich nicht hinterher stürzen. Das ist es dann auch nicht wert. So, da hinten war die Stelle, wo wir uns das erste Mal dann runtergegraben haben und nichts gefunden haben. Dann sind wir hier weiter. Vorsichtig, sachte. Am besten jetzt noch kein Herz riskieren. Jetzt hier noch keine blöden Sachen machen.
Schafsfleisch. Schafsfleisch. Ich hoffe, meine Items liegen da unten noch, wenn ich da wiederkomme. So, sammeln das ein. Ja, nice. Kann ich gebrauchen. Erde. Okay. Die habe ich wohl schon vorher eingesammelt. Ah, da ist das Loch. Schön erleuchtet. Und jetzt, wo es dunkel wird, sehen wir es. Können wir mal reinschlüpfen. Ach nee, das ist das alte Loch. Da wollen wir nicht rein. In das alte Loch. Wir wollen ins neue. Weiter hinten, da sind wir hier noch ein bisschen am Ufer lang geklettert. So. Hier waren die Bäume, da sind wir drüber. Ah, ja, diese Monster hier an meinen Höhen, das ist... Muss man darauf vorbereitet sein. Ging es dann lang, ich glaube dort lang war es. Ich denke ja. Oder? Ich habe die Orientierung nicht mehr. Sind wir dann hier weitergelaufen? Versuche hier gerade die Stelle wieder zu finden. Die Höhle finden wir eh nicht mehr. Ich glaube nicht dran. Hat's aufgehört zu regnen. Und ein Skelett. Auwei. Auch hier an der Oberfläche. Auwei. Wo bin ich denn hier gelandet? Eine Höhle. Das ist doch die richtige Höhle. Ja, jetzt runter. Ich werde jetzt hier schon verletzt. Ja, herzlich willkommen hier. Ich kann ja auch nicht zurück attackieren. Ich glaube, die ersten Fackeln lassen wir hier. Ja, da bin ich richtig. Hier geht's weiter. Ich glaube, ich nehme ein paar Fackeln mit. Das ist gut so. Da habe ich einige stehen lassen. Ich spule mal ein bisschen vor, dass wir hier nicht den ganzen Part wieder am Anfang der Höhle verbringen müssen. Aber ja, den Weg scheint richtig zu sein. Der ist gut ausgeleuchtet. Da geht's runter. Ja, das ist mein Weg. Spitze. Meine Items. Items, ich komme. Wo seid ihr? Kommt zu Papi. Juhu. Oh, oh. Das ist ungut. Noch nicht so viele Leben verlieren hier. Wir müssen noch weiterkommen. Ja. Boah. Ich würde sagen, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Hier runter. Das sind noch meine Items. Uah! Zombie, 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 Zombie. Hier waren meine Items, oder? In der Nähe. Uah! Zombie, stirb, 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 Kartoffel. Stirb! Ich sagte, stirb. Ich hab keine Waffen mit dabei. So ein Mist. Ich darf den nicht schlagen lassen. Der hat jetzt hier schon wieder unter der Erde. Ich weiß nicht wirklich, wie ich hinkomme. Puh, heilige Scheiße, jetzt hier ohne richtiges Zeug hier, ohne mein Stuff hier, bin ich eigentlich verloren. Ich glaube, der ist despawned, mein Stuff,
Dann muss sie irgendwo gelegen haben. Nee, ich glaube, der ist weg. Ich bin hier ohne Zeug. Kann ich nichts machen. Muss mir erstmal Stein Spitzhacke hier leisten. Werkbank. Und ganz von vorne anfangen hier. Klassisch. Fangen wir ganz, ganz von vorne an. Welch ein Verlust. So soll es also sein. Und dann mit der Spitzhacke hier finden wir bestimmt keine Diamanten. Da können wir bestimmt keine Diamanten abgraben. Aber vielleicht machen wir eine Steinspitzhacke draus und vielleicht finden wir irgendwo Eisen in der Nähe. Kohle können wir auch gebrauchen. Oh nein, Monster. Wo sind sie? Ich habe hier nur eine Holzspielzeuggeschichte. Ausleuchten hier, damit sie nicht kommen. Ho! Das scheint wertvolles Material zu sein. Das würde ich jetzt noch nicht abbauen, weil ich habe noch keine Eisenspitzhacke. Eisen, wo kriege ich jetzt Eisen her? Auf die Schnelle. Ich muss gucken, dass mich die Zombies hier nicht überraschen. Die kommen hier von allen Seiten. So, was habe ich hier schon an Bruchstein? Ein bisschen was. Dürfte vielleicht reichen für eine Steinspitzhacke. Und ein Steinschwert vielleicht auch. Okay. Einbauen ist vielleicht nicht das Beste hier. Steinspitzhacke. Steinschwert, da brauche ich noch einen Stick. Und hier erstmal ein bisschen wohl. Nur weil wir zumindest was zum Verteidigen haben. Ich glaube, die Materialien werde ich nicht mit einer Steinspitzhacke abbauen. Der ist ein bisschen bekloppt. Eisen, haben wir hier Eisen in der Nähe, was wir brennen können. Wie machen wir das am dürfsten jetzt? Die Geschichte wieder mitnehmen. Zack, wir haben hier nur diese 3, 4. Und die Eisen, Eisen, Eisen. Da ist Eisen. Ich sehe doch Eisen. Das sieht gut aus hier. Können wir uns bedienen, uns nicht ein Skelett überrascht und hier aus der Bahn wirft. Zack, Eisen. Das ist das, was ich brauche. Es kommt richtig. Na super, kann es weitergehen unter der Erde. Das ist ja gerade noch so gut gegangen, dass ich ungefähr wusste, wo es lang geht. Die Herzen sind wirklich hier nicht so gut hier. Verdorrtes Fleisch, das sollten wir glaube ich nicht essen. Das könnte man fast schon wegschmeißen. Okay, fürs Herzen aufladen rechts scheinbar nicht. Oh, doch ein bisschen. Eisen, 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 Eisenerz. Hat man hier noch mehr? Oh, Küber, 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 weg da. Oh, weil. Ganz weggesprungen hier. 7 Eisenerz, vielleicht rechts, ja. Werkbank. Es ist spannend unter der Erde passiert. So, Ofen.
Oh, noch ein bisschen Bruchstein. Das brechen wir mal ab hier. Das Bruchstein. Daran soll es ja nicht mangeln. Ein Bruchstein. Das soll nicht das Problem sein. So. Den Ofen mal daneben stellen. Zack. Können wir jetzt das Eisenerz braten. Ich bin ein Stück und ja, ein Kohle haben wir. Bringt nicht viel. Es bringt herzlich wenig. Holz. Kohle kann ich auch oben mal abbraten hier. Brauchen wir gerade, können wir mitnehmen. Zack, zack. Von der Sorte erstmal hier rein tun. Reicht vielleicht auch aus. Können wir Sticks behalten? So, 7 Eisen. Ist doch erstmal super. Steinschwert immer parat halten. Monster. Kohle. Brauchen wir ein bisschen was davon. Schaden kann es nicht. So. Eisenrüstung wäre vielleicht nicht schlecht. Eisenspitzhacke. So, damit graben wir hier mal das Material ab. Super. Schauen wir uns mal an, was das so ist. Diamant scheint es noch nicht zu sein, aber bestimmt auch was Wertvolles. Damit können wir gleich an die Oberfläche gehen. Wenn nicht getötet werden. Lapis Lazuli. Oh. 25. Auch nicht schlecht. Ich gehe, glaube ich, gleich an die Oberfläche. Ich hau gleich ab hier, dass das dann oben retten kann, das Lapis Lazuli. Ich baue hier noch ein bisschen Eisen ab, falls ich da noch was finde. Eisenerz. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Wenn ich sparsam mitteln kann, dann doch was passieren. Fackeln haben wir 2 dabei. Boah, hab ich einen Schiss hier unten mit den Monstergeräuschen. Ich komme da mal näher. Licht. Blinkt in das Eisen. Geräusche werden immer lauter. Hau ab. Lass mich in Frieden. Ich will nur das Eisen dort. Verdammt. Boah, da. Nicht so laut. Ist nachts. Holla. Sehen glatt mal die Kamera mit verrutscht. Minecraft spielen in der Nacht. Die ist eigentlich nicht die beste Idee. Okay, jetzt habe ich das mit der Holzaxt. Bin ich doof. Eisen gibt es hier noch ein bisschen. Holen wir uns das. Lapis Lazuli. Das ist doch auch was Schönes. Das ist doch was Feines. Kann man mitnehmen. Und da oben ist noch hoch, da sind wir runtergekommen. Sehr gut. Haben wir uns nicht sehr weit vorgewagt, aber ja. Bin mal ganz mutig und gehe da mal ein bisschen noch um die Ecke. Klein wenig. Da leuchtet es durch, das ist gut. Dass das Lavafeld hier hinten auch noch mehr Zombies. Nein, haut mir ab. Verpisst euch. Geht weg.
Nee, dann gehe ich da lieber doch nicht lang. Oder doch, oder nicht. Ja, ich bringe das Lapislazuli nicht hoch und komme wieder runter. So lebensmüde bin ich dann doch nicht. Hau ab, Zwergi. Bring die Schätze hoch und komm wieder. Das ist, glaube ich, klug. So, hier hoch. Schwimmen. Schwimmen ist sehr langsam. Das ist nicht gut. Langsam ist in der Höhle schlecht. Schnell hier hoch. Kann ich hier hoch? Wo bin ich hier? Noch nicht ganz oben. Los, hoch mit dir. Sehr gut. Da ist doch hier das ausgeleuchtete Weg. Der Weg nach oben. So kommen wir sicher an. Ich glaube, das ist falsch. Und da geht's lang, da ist es hell. Zack, zack, immer den hellen Wegen folgen. Wo kamst du her? Bin ich hier irgendwo runtergestürzt? Dann kann ich mich da wieder hochbauen. Durch ein Loch in der Decke bin ich irgendwann mal runtergefallen. Hier ist Eisen. Will ich haben. Nehme ich mit. So, wo ging's lang? Wo kam ich her? Wieder rausfinden. Ist auch eine Mission. Ich mich hier einfach hoch. Mache ich eine Treppe draus. Ich habe zwar kein Licht mit, aber dann nehmen wir uns einfach hier mal ein, zwei Fackeln mit. So hell muss es ja hier unten nicht sein. Kohle haben wir ja dabei und Holz auch noch ein bisschen. Vielleicht kann man ja ein bisschen Fackeln machen. Ja, 7 Fackeln. Reicht vielleicht ein wenig. Auwei. Wasser. Von oben. Das kann ja nur Gutes heißen. Schwimmen wir mal hin. Bloß nicht ertrinken. Gucken wir mal, wo es herkommt. Das Wasser unterm Ozean. Können wir uns mal daneben hochgraben oder? Kann sein, aber das ist ein Creeper. Creeperus. Das könnte tödlich enden. Was macht denn der Creeper da? Den Weg frei. Na, schnell fliehen. Huha, Spinne. Ist der jetzt krepiert, der Creeper? Ich habe keine Nahrung mehr und die Spinne lauert da oben. Zombiefleisch. Ist nicht das Beste, aber solange es hilft. Glaub, es hilft nicht wirklich. Naja, ein wenig. Komme ich jetzt an diese Spinne ran, ohne getötet zu werden? Saublöde Spinne hier. Was willst du von mir?
Ist das da schon draußen? Ich glaube zwar nicht dran, aber das wäre doch schön. Vielleicht ist es einfach nur der nächste Gang. Das Licht am Ende des Tunnels könnte ja auch ein herannahender Zug sein. Wie ihr wisst. Joha. Kohle, Kohle, Kohle. Davon haben wir genug. Nee, da geht's nur weiter in die nächste Höhle. Geh sterben. Creeper. Jo. Und dann die Spinne gleich mit weggefegt. Was macht denn dieser Creeper? Der wird immer wieder wiederbelebt. Gefährlich hier. Noch mehr Creeper. Alter. Was ist denn hier mal los? Alter, eine Creeper-Mine da hinten. Da geht was los. Hey, ich will hier raus. Hilfe. Noch mehr Monster hier. Schreck. Meine Fackel hin, da geht's Wasser. Dem Wasser entlang. Die lauern doch hier.